versinken. Oh, so weit zurück. So weit zurück. Ja, ich habe zwischendurch nicht mehr gespeichert, ne? Also die Basis muss sich um die Kleinen kümmern. Wenn ich mich auch noch um die kümmern muss, dann ist das alles verloren. Das schaffe ich nicht. Nee, hier war auch alles Schrott. Scheiße. Achtung, Leute, das war noch nicht alles. Weitere Freunde am Sägewerk gesichtet. Noch einer bei den Kränen. Auch nichts mehr an Vorrat. Das wäre jetzt so die letzte Überlegung, ob ich die vielleicht alle umfahren kann. Also nicht die Strider, sondern die kleinen. Bei der Landung die vielleicht abfangen. Nee. Anschleichen? Nee, die haben mich sofort. Kannst du knicken? Ah, ich kann so umfahren. Aua. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kann ich die umfahren. Okay.
Scheiß verfehlt. Ja, und mein Auto ist fest. Ist festgefahren. Ja, gut. Ach, warte mal, ich kann die. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es noch. Mal gucken.
So. Basis. Rechts, ne? Da rein. Ich habe nicht dran gedacht oder zu spät erkannt, dass man dir mit dem Auto plätten kann. Hey, Gordon Freeman. Party. Party, Party. Ich richtig? Wow, Gordon. Du bist fantastisch da draußen. Danke. Entschuldige, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Ging alles ein bisschen schnell. Start ist in der Endphase. Das Portal ist fast offen, aber Dr. Magnussen ist sicher, wir können uns noch aufhalten. Geschlossen. Kursüberwachung? Das hier können wir auch ignorieren. Supporttechnik. Einen Moment, Kleiner. Ah, Freeman. Ich sehe, das Magnussen-Gerät funktioniert perfekt. Ich denke, ich sollte Ihnen persönlich für die Rettung meiner Rakete danken. Also, danke. Oh. Genug geschwatzt. Meine Rakete muss hoch. Wow. Für einen Moment dachte ich, der umarmt dich gleich. Aktiviert? Okay. Also für einen wie ihn ist das Danke wirklich schon heftig. Was ist das hier? Nun, da sind wir wieder. Zaghaft sie in den Aufzug gehen. Wenn du dich draußen amüsiert hast, habe ich einen alten Helikopter auf Vordermann gebracht. Er ist beladen und bereit für den Abflug. Na, immer was los, was? Moment mal. Ich sehe eine Nutzlastanomalie von rund 4 Kilogramm. Ach, das ist der Mann der Toleranz. Dafür muss der Start nicht. Wir sind zurück. Endlich. Ah, Gordon. Saubere Leistung, Junge. Vergessen wir nicht, dass sich diese Strider mit dem Magnussen-Gerät quasi selbst zerstören. Ja. Nun, ich denke, Gordon ist vielleicht nicht ganz unschuldig an ihrem Erfolg. 30 Sekunden. Ich schlage vor, wir warten mit den gegenseitigen Lobhudeleien, bis wir unsere Rakete gestartet haben. Ich denke, wir können die Autosequenz jetzt starten. Ich denke, Gordon gebührt die Ehre. Von mir gibt's da keine Einwände. Nur zu, Gordon. Auf Launch geht's Launch. Silo-Luken öffnen. Alle auf Station. Haupttriebwerke ein. Langsam. Start in 10. 9. Wir starten. 8. 7. 6. 5. Langsam. Langsam. 3. 2, 1. Sie ist abgehoben. Geschafft. Wow. Ich muss mich erst einmal beruhigen. Also, fantastisch. Ja. Einatmen. Und ausatmen. Naja, es ist noch zu früh zum Feiern. Wir müssen erst die Zielhöhe erreichen und das Signal senden. Genau. Die Zeit läuft. Knapper hätten wir es wirklich nicht planen können. Es wird doch funktionieren, oder? Es muss einfach. Sobald die Rakete im Bereich des Portals ist, können wir den Xenium-Resonator einschalten. Gehen wir hinaus. Ich will einen besseren Blick aufs Feuerwerk. Oh ja, das gerne. Es gibt ein Spektakel. Leider kann ich nicht mit euch rauskommen. Ich What? Muss mit Magnussen die Flugbahn der Rakete im Auge behalten. Na, okay. Verabschieden? Sobald wir hier fertig sind. Ich lasse euch doch nicht gehen, ohne mich zu verabschieden. Okay, ich verlasse mich drauf. Und auch auf Sie, Dr. Magnussen. Sicher. Wir sind gleich bei dir, mein Schatz. Gordon, warte mal kurz. Da bist du. Je mehr ich über die Warnung von unserem Freund nachdenke, desto mehr glaube ich, dass er die Borealis meint. Glaub mir, das Schiff darf nie verwendet werden. Du musst es zerstören. Um jeden Preis. Wo seid ihr beiden? Ihr verpasst es noch. Gleich da, Alex. Gordon, danke für die Hilfe. Für Alex, für uns alle. Ich könnte nicht stolzer sein, wenn du mein Sohn wärst. Wenn du zurückkommst, müssen wir einiges bereden. Komm schon.
Naja, aber wenn ich dein Sohn wäre, dann ist es mit Alex und so dann ein bisschen schwieriger. Also. Alex, das muss funktionieren. Sieht's, das Portal. Oh, okay, gehe ich auf die Seite. Ja, machen wir hier. Der Resonator ist aktiviert. Es funktioniert. Meine Güte. Ja, das Portal ist neutralisiert. Yay! Ganz genau. Und keine Sekunde zu früh. Party! Die Komban sind jetzt gerade sicher nicht sehr glücklich. Da hast du wohl recht. Geschah. Wir haben einiges zu feiern. Ich wünschte, du müsstest nicht schon wieder weg. Wenn es nur nicht so ernst wäre. Ist schon gut, Dad. Wir bringen sie zurück. Doc? Hey, wo bist du? So ein Spinner. Lauf nicht zu weit. Er will spielen. Da ist er. Aufgetankt und startbereit. Denk dran, lass nie den Kontakt abbrechen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Keine Sorge, Dad. Uns passiert nichts. Ich wünschte nur, das hinge nicht alles an dir, Alex. Deine Mutter wäre so stolz. Dad. Lass mal den mal eine Minute. Los, Gordon. Unser Hubschrauber wartet. Upp, Lipchuk. Stand ich falsch. Alles, was du brauchst? Ich denke schon. Dr. Kleiner hat uns die Koordinaten der Borealis gegeben. Wir halten die Grußfrequenz im Funkgerät geöffnet, falls Judith uns wieder erreichen will. Gute Idee. Sie kann es durchaus nochmal versuchen. Oh nein. Dad! Gordon! Hilf! Oh, nicht schon wieder dieses komische Vieh. Dad! Alex! Dad! Oh! Verschwinde! Hör mir zu! Zerstört das Schiff! Um jeden Preis! Zerstör es! Nein! Dad, pass auf! Nein! Dad! Dad! Verdammt, lass ihn los! Oh. Schließ die Augen, Kleines. Ich dich auch, Dad. Sieh weg. Nein. Oh Gott, nein. Nein. Gott. Kann nichts machen. Fieses Ende. Ein richtig fieses Ende. Ja, aber jetzt kommt es. Es gibt keine Episode 3. Ja, offiziell gibt es keine Episode 3. Das heißt, dass Half-Life 2 Episode 1 und Episode 2 endet hier mit diesem Cliffhanger. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Es soll wohl eine Mod geben, die Episode 3 dann weiterführt, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja. Aber aktuell endet das an dieser Stelle und wird wahrscheinlich auch nicht weitergeführt. Ich weiß nicht, ob ich noch was finde, keine Ahnung. Aber, jo, bin mal gespannt. Ja, ich finde es schade, dass es so aufhört, aber... Es ist einfach so, da können wir nichts dran ändern. Der Weg bis hierhin hat auf jeden Fall irrsinnig Spaß gemacht. Sehr hartes Finale am Ende, nochmal mit sehr viel Kämpfen und so. Aber trauriges Ende.
in dem Sinne. Oder offenes Ende. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Liken, kommentieren, abonnieren. Ihr dürft es machen, unterstützt mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt bei einem anderen Projekt weiter oder wieder. Oder wenn es weitergeht und ich doch eine Lösung finde mit Episode 3 oder so. Ich weiß es nicht. Bleibt dabei, ihr werdet es erleben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Sam. Tschüss.